Mick ist 30 aus Merseburg. Hallo Mick. Hey, da bin ich jetzt. Hallöchen. Ja, gut, soweit. Und selbst? Klar. Läuft. Ja, man sieht es mir nicht an, dass ich eben auf Männer stehe, ne? Nochmal, was sieht man dir nicht an? Man sieht es mir nicht an, dass ich auf Kerle stehe. Ah, Auf Männer. man sieht dir nicht an, aber du bist schwul, auf gut Deutsch. Ja. Ja, das sieht man ja selten, ne? Na klar. Ich meine, es gibt ja Ich auch. lasse es auch nicht raushängen. Nur raushängen soll man es sowieso nicht lassen, da wird man ja verhaftet. Ja, genau. Man wird auch wegen anderen Dingen verhaftet, so ist es Das nicht. stimmt. Aber kurz ernsthaft, bist du geoutet? So gut wie ja. Was heißt denn so gut wie ja? Naja, meine Freunde wissen das. Deine Freunde wissen das? Weiß es deine Familie? Ja. Wer weiß es denn nicht? Mein richtiger Vater. Dein richtiger Vater weiß es nicht. Warum weiß der es nicht? Weil ich keinen Kontakt habe. Ah, okay. Na gut, das scheidet dann natürlich aus. Aber dann bist du im Prinzip, du bist geoutet, weil dann gibt es kein so gut wie ja. Sondern dann wissen alle, dass du homosexuell bist. Nee, einige von den Kameraden wissen es nicht. Von den Kameraden? Was heißt denn von den Kameraden? Na, einige aus der rechten Szene. Jetzt wird's spannend. Du bist ein schwuler Nazi. Na, ja. Ja. Wie vereinst du das? Na, ich gehe trotzdem zur rechten Demo. So. Und liebe trotzdem Männer. Und du weißt, dass die damit ein Problem haben. Ja. Welches Problem haben die genau damit? Die haben alles, was gegen, also die schwul, lesbisch oder sonst irgendwas sind. Haben sie alle was dagegen? Das weiß ich. Ja klar, weil du mit denen herumhängst. Ja, nicht nur das. Die meisten wissen gar nicht, was die Nazi-Zeit wirklich war. Die meisten Nazis wissen das nicht. Ja. Na, wahrscheinlich nicht, sonst wären sie wahrscheinlich keine Nazis. Naja, wenn die wüssten, was damals wirklich passiert ist, würden sie ganz anders denken. Ja, aber warum bist du denn auf den Nazi-Veranstaltungen? Ich sag mal so, ich wurde damals mit reingezogen durch meine Schwester. Eine von zwei Schwestern, sag ich mal so rum. Du hast eine Nazi-Schwester. Na, sie ist keiner mehr. Okay, die hat es auch Sie ist irgendwann begriffen. ausgetreten. Okay. Ausgetreten, man tritt da aus, richtig, ja? Ja. Hat diese Kameradschaft einen Namen oder? Nö, eigentlich nicht. Okay. Ist einfach die International Skinheads Gay Community Sachsen-Anhalt. Nein. So, so ähnlich. Nennen wir sie mal. Nee, nee. Altmark Die Arschfickers. hat keinen Namen. Ja, ich mach sowas, ja. Aber mich würde jetzt interessieren, warst du erst bei den Nazis oder warst du erst schwul? Erst bei den Rechten. Ah. Und hast du da bei denen deine Neigung zu Männern entdeckt? Hast du irgendwann gedacht, oh, so Springerstiefel, kurze Haare finde ich irgendwie Nein, sexy? das ist viel früher passiert. Okay. Aber da hast du dich noch nicht geoutet. Wann hast du denn deine Ja. Homosexualität entdeckt? Mit 15. Mit 15. Und wie ist das abgelaufen? Wo hast du gemerkt, ah, Frauen sind nicht so spannend für mich, ich finde Männer spannender? Das war damals noch in der Schule gewesen. Da hatte ich einen Freund und eine Freundin. Ach, guck mal. Er kann links wie rechts. Ja, genau. Und, Naja, ich habe sie auf eine Wahl gestellt. Entweder nimmt sie den anderen Kerl oder mich. Da hat sie ja. sich für den anderen entschieden. Okay. Da hatte ich noch meinen Freund. Da hattest du noch deinen Freund. Okay, und der ist geblieben. Ja. Und die große Frage ist, gab es danach nochmal Frauen oder waren es danach immer nur noch Männer? Immer, ich hab's noch eine Frau. Aber ansonsten nur Kerle. Und jetzt musst du mir natürlich erklären, wie kommt man auf die Idee als Homosexueller,
mit Nazis abzuhängen, die ja bekanntermaßen jetzt nicht zu den toleranten Gesellen dieser Gesellschaft gehören? Also es gibt einige Kameraden, die ich kenne, die stehen auch auf Männer, also daher... Ja, ja, klar, aber sie geben es natürlich offen nicht zu, das ist ja immer das Bigotte daran. Das ist ja, Nazi-Sein hat ja, ja wenig mit Logik zu tun. Das ist ja meistens ja, nicht so, so schlau, so. Ne? Ja, angeblich soll ja auch das Hakenkreuz verboten sein. Naja. Man kann es so oder so wenden. Ja. Mich interessiert, verstehst du, dass ich den Zwiespalt gerne erklärt haben würde? Also, wie kann man als Homosexueller bei Leuten sein, die Homosexuelle hassen bzw. ermordet haben? Naja, nicht direkt die haben sie ermordet, sondern die SS war das. Ja, aber die Ideologie, die Idee dahinter ist ja dieselbe, das ist dir klar. Ja, das weiß ich. Ja, darum ging's mir. Ah. Ja. Ist noch nicht so schlau zu Ende gedacht, ne? Das Konzept. Ja, genau. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Ja, wer hätte damit rechnen können, dass man auf einmal antworten muss? Ich habe andere Jahre schon mal versucht gehabt und hat nicht geklappt. Durchzukommen. Was gibt es denn für Punkte, die du da mit deinen Neonazi-Freunden teilst? Also welche Ansichten sind das denn, wo du sagst, ja genau, deswegen gehe ich zu den Jungs hin? Hass auf die Merkel und die ganzen Ausländer. So, also generell kann man ja auf Merkel kann man ja auch hassen, ohne dass man Nazi ist. Ne? Man muss ja kein Nazi sein, um ja, Merkel doch so. Zu finden. Sachsen-Anhalt gibt es ja jetzt nicht so viele Ausländer. Mit welchen genau hast du welches Problem? Was, in Sachsen-Anhalt gibt es nicht so viele Ausländer? Wie hoch ist denn der Ausländeranteil in Sachsen-Anhalt? Oh, wie hoch der ist, keine Ahnung. Aber hier in Merseburg gibt es insgesamt 8 Gebäude, wo nur Afrikaner drin wohnen. Na, wie hoch ist jetzt wie hoch ist der Ausländer, dann sag mir, wie hoch ist der Ausländeranteil in Merseburg? Die Hälfte von Merseburg ist, ja. Oh, wie viel haben wir? Wie viele Einwohner hat denn Merseburg? Oh, das weiß ich auch nicht. Das ist immer das Problem, ne? Wenn ihr so Sachen behauptet und man stellt eine Frage und man stellt fest, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Ja, ich sag mal so, ich bin ja auch seit dem 20.07. erst wieder auf dem freien Fuß, ne? Ja, gut, aber auch seit 20.07. kann man das Internet benutzen. Nein, ich war... im Knast, ja, ja. Da kann man kein Internet benutzen. Aber wir haben den 21.08. Du hattest jetzt 4 Wochen Zeit, deine Fakten zu googeln, warum du gegen Ausländer bist. Nein, ging auch nicht. Vorher hatte ich kein Handy. Kein Handy? Kein Internet oder sonst irgendwas. Ja, aber du bist jetzt 4 Wochen draußen, haben wir doch gerade festgestellt. Ja. Ja. Gut, also du weißt ich weder bin wie viele. USB. Ja, also du weißt weder wie viele. Ausländer es in Merseburg gibt, noch wie viele Einwohner Merseburg generell hat, aber du bist gegen zu viele Ausländer in Merseburg. Nein, nicht nur Merseburg, auch Halle, dann kommt Magdeburg und, ach ja, Magdorf heißt das ja eigentlich, ne? Aber du bist einfach so dagegen, weil? Weil Deutschland nicht mehr weiß ist. Weil Deutschland nicht mehr weiß ist? Ja. Was hat denn Weiß mit Deutschland zu tun? Also, wenn ich danach gehen würde, ich habe deutsches Blut in mir. Ja. Wirklich. Das heißt auch Adel. Mhm. Deutschen Adel. Mhm. Und kommt daher deine Homosexualität? Nein. Sondern den Hass gegen Ausländer. Der Hass gegen Ausländer ist in deinem Blut. Ja. Die Homosexualität ist aber nicht in deinem Blut. Nein, das ist nur ein Gedankengut, wenn man so sieht. Was ist das? Wenn man rein psychologisch nachdenkt, ja. Könnte es nur Gedankengut sein. Dass du auf Männer stehst? Ja. Hm.
wenn man es rein psychologisch angeht. Und wie findest du denn, dass das dich mit deinem rein deutschen Gedanken so gut verträgt? Also ist Homosexualität ein Teil der deutschen rein rassigen Kultur, die du da gerade irgendwie versucht hast, an den Mann zu bringen? Ich versuche es irgendwie untereinander auszufechten. Du spürst also schon, dass es Quatsch ist. An dir selbst. Hä? Ich habe jetzt gerade kurz einen Faden verloren. Naja, also, dir ist Deutschland nicht weiß genug. Warum ist dir denn wichtig, dass es weiß ist? Weil alle Deutschen damals weiß waren. Wann damals? Wenn man komplett nachrechnet, seit Deutschland entstanden ist. Wann ist denn Deutschland entstanden? Das war vor den 1900er. Wann? Das war vor den 1900er. Na, wann denn genau ist denn Deutschland entstanden? Mick. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Das war jetzt ein bisschen peinlich für die deutsche Kultur, dass du die nicht mehr kennst. Ich sag mal so. Seit ich ein paar Mal im Bau war und da einen kleinen Unfall hatte, war jetzt hier so die Hälfte. Von meinem ganzen Leben sogar. Ich hatte auch schon so oft hier Teile gehabt, da habe ich mein ganzes Leben vergessen. Ja, klar. Dir ist aber schon bewusst, dass auch also jemand, der dunkle Hautfarbe hat, komplett Deutschland sein kann. Kann, ja. Ja. Wenn er in Deutschland geboren ist. Aber dann ist er trotzdem noch immer noch kein Deutscher. Na, was denn jetzt? Ist er dann Deutscher oder nicht ein Deutscher? Kann man so oder so sehen? Nee, kann man nicht so oder so sehen. Doch? Nee. Kommt auf die Familie an. Nee, kommt's nicht. Ja, doch. Nee. Wann ist man ein Deutscher? Ja? Ja, nicht nur, wenn man in Deutschland geboren ist. Das kommt nämlich auch auf der Familie an. Die Familie eigentlich muss auch in Deutschland geboren sein, oder was? Wie bitte? Die Familie muss auch in Deutschland geboren sein. Wenn es so weit hinter reicht, ja. Bis wann muss es denn reichen? Da geht es auf die Urahnen noch dazu. Aber Deutschland war ja nicht immer das Deutschland, was wir jetzt haben. Nein, ich weiß. Also kann man ja auch in Polen geboren sein. Nazi-Deutschland. Ja, ja, aber man kann ja theoretisch zum Beispiel auch in Polen geboren sein und trotzdem Deutscher geboren sein. Und andersrum. Wie funktioniert das denn dann? Genau. Was ist man denn dann, deiner Meinung nach? Ist man dann Pole oder ist man dann Deutscher? Wenn er erst in Deutschland geboren ist und dann in Polen aufwächst, immer noch Deutscher. Ja, aber es war ja vielleicht Polen und davor war es vielleicht mal Deutschland und andersrum. Also es hat sich ja ein bisschen verändert. Es hat sich ja, die Grenzen haben sich verschoben. Deutschland ist ja keine Rasse. Ne? Ja, Deutschland ist Deutschland. Nee, Deutschland ist nicht Deutschland. Ja, aber Deutschland war ja nicht immer Deutschland, sondern Deutschland hat sich ja verändert. Ne? Ich weiß doch, was du hinaus möchtest. Nee, ich frage dich nur, weil ich möchte ja wissen, wie du definierst, wer jetzt Deutsch ist. Wer ist denn jetzt Deutsch? Die weiße Rasse. Was ist denn die weiße Rasse? Alle, die weiß sind. Also wenn man weiß ist, dann ist man automatisch Deutsch. Außer man ist in Amerika geboren. Dann ist man Amerikaner, wenn man weiß ist. Auch Amerikaner sind weiß, ja. Ja, aber alle weißen Amerikaner sind ja ursprünglich gar nicht aus Amerika. Nein, die sind eingewandert. Ja, also sind es doch gar keine Amerikaner nach deiner Logik. Weil das dann noch so gar nicht zurückreicht, bis zur Urenkel, bla bla bla. Das ist außerhalb Deutschlands, das interessiert mich hier so willkommen. Ja, aber entweder deine Logik gilt oder sie gilt nicht. Wenn sie da nicht funktioniert, dann funktioniert sie ja hier auch nicht. Die gilt schon. Ja, eben hast du gesagt, gilt nicht. Egal.
Wo lernst du denn deine Männer kennen? Zurzeit gar nicht. Zurzeit will ich einfach nur Single bleiben. Okay. Noch dran? Ja, ich höre dir zu. Mich interessiert halt, wie man als, ob man in der Lage ist, als schwuler Nazi außerhalb anderer, also ob man überhaupt andere Nazis kennen, andere Menschen kennenlernt, die nicht Nazis sind und schwul. Also ob sich ein Schwuler, der nicht Nazi ist, mit einem schwulen Nazi einlässt. Ja, genau. Ja. Das macht natürlich keiner, ne? Weil so dumm ist ja niemand. Ja. Naja.